Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil auf der Hana Kirmes. Aufbau, Vorschau, Rundgang und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Let's go! Sehr schön. Kinderkettenkarussell. Ja, los geht's am Samstag, den 23. um 14 Uhr, den Fassanstich am Neuen Markt, am Riesenrad. Und das Ganze geht bis zum 26. Ja, hier waren wir gestern noch nicht, im ersten Teil. Gehen wir heute mal hier vorbei. Ah, schön, zum Ritter. Ja, oh, das sieht schon gut aus. Ach, wenn ihr euch an gestern erinnert. Geisterstadt von Fellerhof, toll. Thank you.
Und hier haben wir den Musikexpress. Jawohl, jetzt haben wir das schön aufgebaut hier. Sieht mal schön aus hier. Klasse. Keine Werbung, keine Produktplatzierung, keine Gefälligkeiten. Ah, schön. Will hier der wohnen? Die ist einfach fantastisch, die Bahn. Finde ich sehr schön. Wirklich sehr, sehr gelungen. Und hier haben wir einen Scheinwischer, Crazy Dancer. Ja, sollen wir schauen, wie es hier zu dem wahrscheinlich schönsten und interessantesten Karussell hinkommen. Ah, hier geht's lang. Ah, toll. Schaut mal hier, was wir hier Schönes haben. Around the World. Ah, mit rotem Teppich hier wird man hier begrüßt. Ui, schick, schick. Das sieht doch mal fein aus hier. Herrlich, gehe ich auch mal mit dem roten Teppich hier. Toll. Mindestgröße 1,10 Meter. Das sieht mal klasse aus. Schau mal, Höhe 60 Meter. Aha. Flugkreis 30 Meter. 32 Passagiere. Klasse. Mal schauen, ob wir hier rumkommen. Oh yeah. So. Da geht's gut drauf. Tolle Sicht über Hahn. So. Hier kommen wir durch. Hier wird auch noch fleißig gewerkelt.
Ja, und dort vorne geht es schon weiter. Auch schon wieder weitergekommen. Prima. Oha. Das ist ja mal ein interessantes Laufgeschäft hier. Ich denke, man gibt hier die zwei Möglichkeiten. Entweder über die Rutsche oder mit diesem kleinen Freefall Tower. Geht es dann wahrscheinlich nach unten. War das hier die Rutsche? Genau, das ist hier die Rutsche. Genau. Da kommt man dann hier unten raus. Und dort oben steigt man dann drauf. Ui, jetzt da unten. Cool. Hier gibt es Schoß. Und hier haben wir natürlich den Wellenflug. Gönnt euch mal den Spaß hier. Immer wieder schön. Dampfnudeln gibt es hier. Ein Crepe. Ah, schön. Entenangel. Teddy to go. Ein Autoscooter für die Kiddies. Der sieht ja mal schick aus hier. Ja, wo ist er ein bisschen? Oben der Wind dran bringen. Hallo.
Höhe 12 Meter, Ausflughöhe 24 Meter. Oha. Die Mitfahrt ist erst ab 1,45 Meter erlaubt. Wisst ihr Bescheid? Loopingfahrt, hier geht's über Kopf 360 Grad. Wow. Das ist es. The Beast. Schon doll aus. Mal schauen hier. Toll. Hier haben wir den Hopster, der super Hopster. Und hier wird irgendwie, ich habe es eben schon mal gesehen, ich weiß nicht, ob das hier klappt. Bin mal gespannt. Sieht immer irre aus, das Ganze, aber naja, schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Ja, und hier haben wir natürlich auch eine schöne Bar mit allerlei schönen Getränken. Und ein Zelt haben wir auch dabei. Highway Rally, auch dabei. Ah, hier haben wir auch noch viele Leckereien hier. Popcorn, gebrannte Mandeln, ah, lecker. Alles, was dazugehört. Ja, prima. Und hier ist das Sonnenrad, das sieht heute natürlich schon wieder besser aus, im Aufbau. Prima. Oui. Schau mal, hier kostet die Fahrt denn hier 6 Euro. Ja, geht doch. Kinder unter 1,40, 4 Euro. Prima. Ah, hier ist der Eingang. Schöne Aussicht. Shake and roll. Cool das Ding, ey. Sieht so echt klasse aus. Schauen wir, wie wir weiterkommen. Thank you.
Leute, tut mir leid, das dauert also wirklich viel zu lange hier. Das kann ich hier wieder nicht machen. Das geht nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier weitergehen. Wir werden im nächsten Teil werden wir sehen, ob das alles so funktioniert hat, weil es bleibt ja keiner so lange am Video dran. Vielleicht muss ich es nachher noch rauscutten, das Teil. Das war auch gar nicht vorgesehen eigentlich. Hier war eigentlich der Rundgang vorgesehen. Und ich hätte gedacht, das Fahrgeschäft da wäre schon aufgebaut gewesen, aber ja. So ist das in meinem Leben. Läuft nicht immer alles glatt und ja, so auch hier. Ja, hier wird fleißig geputzt und poliert. Hallo. Wo fange ich da an die Tischdecke? Das Flak war echt furchtbar. Interessant, manche Buden, da flackert das Licht nicht. Und hier, ja, merkwürdig. Ja, der Crazy Frauen. Hier ist alles startklar, würde ich mal sagen. Auch hier bei Nessie. Sieht gut aus. Sehr schön. Ein Geschäft nach Damen. Ah, schauen wir mal hier. Aber es ging auch schon startklar. Hier wird auch noch gewerfelt. Das sieht auch mal wieder schick aus, hier ist das Fahrgeschäft. Toll.
Sehr schön. Ja, meine lieben Freunde, das war Teil 2 von der Anna Kirmes Aufbauforscher-Rundgang. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt. Lasst gerne ein Like, kostenlos ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag oder am Sonntag auf der Kirmes. Dann bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.